Ist alles klar, Frau Sebastian? Starten wir, oder? Ja, ist alles gut. Ah ja, genau. Bei mir war die verkehrte Uhrzeit eben. Ja, Okay. natürlich. Sind ja auch schon alle da, wie es aussieht. Ja, dann begrüße ich alle mal herzlich zum Webinar mit der Frau Dr. Gabriele Meckelbrauch. Und ich mache eine kurze Vorstellung hier, auch zum BBH. Ich halte mich aber kurz. Also das Webinar hier, das findet in Kooperation mit dem Bundesverband Patienten für Homöopathie statt. Und wenn jemand mehr darüber erfahren möchte, über die Arbeit vom BBH, dann gibt es eine Homepage, ist klar. Und Fragen beantworten wir auch gerne per Mail. Auf der Seite dieses Webinars könnt ihr unter dem Reiter Dokumente, also es sind verschiedene Reiter, Teilnehmer, Dokumente, Forum und so weiter, diese Einleitung sowie ein Infoblatt zur Selbstbehandlung und ein Handout, ein Skript dieses Webinars runterladen. Das Webinar wird aufgezeichnet und steht euch ab morgen weiterhin zum Anschauen zur Verfügung. Und Moment, damit ihr das auch findet, habe ich hier unten in Schwarz nochmal das angegeben. Das sieht ungefähr so aus. Zu diesem Webinar gibt es eine Aufzeichnung, ist da zu finden, neben den Bewertungen. Und dann sind da die Reiterbeschreibungen des Webinars. Das wird immer angezeigt. Teilnehmer. Da, wenn man da drauf klickt, sieht man, wer alles teilnimmt. Dann unter Dokumente findet ihr also diese Einleitung, Skript und noch ein Infoblatt zur Selbstbehandlung. Dann gibt es noch ein Forum. Das wird aber ehrlicherweise nicht, so gut wie nicht genutzt. Was aber nicht heißt, dass ihr es nicht irgendwie benutzen könnt, wenn ihr euch austauschen möchtet. Gut, und jetzt hier noch die Kontaktdaten vom BBH. E-Mail, Web, dann gibt es eine schöne Broschüre, Homöopathie to go. Das führt so durchs ganze Jahr, Notfälle durchs ganze Jahr, was man alles so braucht. Facebook-Seite. Und die Webinare findet man auch unterm Medienangebot. Wir haben nämlich mittlerweile sehr viele Webinare, die da noch angeschaut werden können. So, und dann möchte ich auch jetzt direkt an die Frau Mecklenburg abgeben. Ich schalte mich auch weg und schalte mich dann nur ein, wenn irgendwie was schiefläuft oder wenn eine Frage ist, die nicht gleich gesehen wird und beantwortet wird, schalte ich mich nochmal ein. Aber ansonsten gebe ich jetzt ab und wünsche allen auch viel Spaß. Ja, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde Sie heute Abend ein bisschen mit Hautproblemen, ja, sagen wir mal, konfrontieren. Und ich möchte mich ganz kurz vorstellen, wer ich bin. Die Frau Sebastian hat mich schon ein bisschen eingeführt und ein bisschen was zum BDH erzählt. Ich bin Heilpraktikerin, sitze im Moment in meiner Praxis in Ulm, bin klassische Homöopathin und mache auch noch ein paar andere Therapien, Schmerztherapien, körperliche und ein paar psychotherapeutische Kurzzeittherapien. Heute werden wir aber natürlich uns nur mit der Homöopathie beschäftigen. Und ich werde ja Ihnen erstmal einen kurzen Überblick geben über das, wie das heute Abend ablaufen soll. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann würde ich mich freuen, Sie schreiben die direkt in den Chat. Falls ich die dann nicht lese, weil ich so im Flow bin, dann wird die Frau Sebastian mich daran erinnern, weil das ist immer besser, man beantwortet die Fragen dann, wenn sie auftauchen. Aber natürlich habe ich auch gerne am Schluss noch ein bisschen Zeit, um die Fragen zu beantworten. Ja, also dann, was erwartet Sie heute Abend?
Ein bisschen was überlegen wir am Anfang zu Haut. Sie werden sehen, das hat dann schon so einen kleinen homöopathischen Einschlag, die Überlegungen zu Haut und Hauterkrankungen. Dann kommt ein bisschen, ja, wie sieht die Haut eigentlich aus? Keine Sorge, das ist nur eine kurze Einsprengsel, aber ohne dass man ein bisschen anschaut, wie die Anatomie der Haut ist, kann man auch nicht sagen, wie man die behandeln müsste. Dann kommt ein Kapitel über homöopathische Akutmittel bei bestimmten ausgewählten Hautproblemen. Es gibt unendlich viele Hautprobleme. Ich habe ein paar rausgenommen, so sagen wir mal beispielartig, von denen ich dachte, dass sie vielleicht die meisten Leute interessieren. Und dann kommen diese schönste oder was mir am meisten am Herzen liegt, dann erzähle ich Ihnen ein paar Fälle aus meiner Praxis mit Hautproblemen natürlich und wie man die homöopathisch oder wie ich sie homöopathisch behandelt habe und wie der Verlauf dann war. Ja, also Haut, äußere Hülle. Äußere Hülle heißt, es ist unser Schutz. Es hat was schon mal zu tun mit dem Immunsystem. Es ist unser Schutz nach außen. Es ist also ziemlich wichtig, dass unsere Haut gut funktioniert. Und wir können viele innere Zustände auch an der Haut erkennen. Zum Beispiel solche Sachen wie ist der hormonelle Zustand? Habe ich gut geschlafen? Geht es mir innerlich, körperlich oder psychisch nicht gut? Wenn Sie morgens in den Spiegel gucken, dann sehen Sie das an Ihrer Haut. Natürlich sind es auch Zustände, wie gehe ich mit meinem Körper um? Also bin ich dauernd in der Sonne, dann wird die Haut so lederig oder Raucher. Man kann auch erkennen, ob jemand viele, viele Jahre geraucht hat. Das sieht man alles außen an der Haut. Ne? So. Okay, man kann auch innere Erkrankungen an der Haut erkennen. Und eigentlich, wenn Sie sich überlegen, also Sie haben jetzt irgendein Problem mit der Haut und da ist ein Ekzem oder irgendwas, dann denkt man, aha, es ist nur die Haut und geht zum Hautarzt. Und der Hautarzt guckt auf die Haut und sieht, aha, das ist ein Ekzem und er wird es lokal behandeln. Es gibt aber auch innere Erkrankungen, die sich an der Haut manifestieren. Da würde man gar nicht auf den Gedanken kommen, dass es nur ein Problem der Haut ist. Kinderkrankheiten, Lebererkrankungen, aber auch Allergien. Allergien sind kein Hautproblem, sondern Allergien bedeutet, dass das Immunsystem überreagiert. Dann Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel die Schuppenflechte, Psoriasis. Das ist keine Hauterkrankung, sondern eine Autoimmunerkrankung, auch eine Fehlfunktion des Immunsystems, die dann solche Entzündungen verursacht. Oder, was wir alle wissen, Ödeme, Schwellungen, die man an der Haut sieht, deuten auf Herz- oder Nierenerkrankungen hin und Hämatome können etwas mit der Blutgerinnung zu tun haben. Also die Haut, lokales Geschehen, wirklich nur, wenn irgendetwas an der Haut nicht in Ordnung ist? Nein. Und da kommen wir jetzt schon zur Homöopathie. Man geht normalerweise nicht gleich zum Homöopathen, wenn man irgendwas hat mit der Haut. Kleine Kinder mit Neurodermitis, die gehen zum Hausarzt oder zum Kinderarzt und zum Hautarzt. Menschen mit Akne gehen zum Hautarzt und so weiter. Erst wenn es da nicht weitergeht, dann fragt man sich, okay, ist es vielleicht doch was anderes? Und sollte man da vielleicht ein bisschen ganzheitlicher denken? Und immer wenn man ganzheitlicher denkt, dann kommt einem die Homöopathie in den Sinn. Also sollte einem in den Sinn kommen. Vielen kommt die nicht in den Sinn. Aber jungen Müttern zum Beispiel, die mit Kindern mit Neurodermitis kämpfen, die immer wieder Cortisonsalben einschmieren und das hilft nicht, weil das kommt immer wieder oder wird sogar immer schlimmer, die kommen dann vielleicht doch auf den Gedanken, zu einem Homöopathen zu gehen. Das Gleiche gilt für Akne. Das Gürtelrose, dass man da zum Homöopathen auch gehen könnte, das ist eher selten und deswegen nehme ich die Gürtelrose und stelle Ihnen das dann als ein Akutproblem vor. Warzen, das kennen Sie, Warzen, die nicht weggehen bei Kindern, das ist ein typischer Fall für Homöopathie. Aber auch Rosazea, das werde ich Ihnen auch nachher vorstellen, als Fall. Eine schwierige Erkrankung, die Schulmedizin so gut wie, heißt dann immer, es lässt sich so gut wie nicht heilen.
Ja, weil, was gibt's dann? Es gibt Salben mit oder ohne Cortison in der Schulmedizin. Es gibt Medikamente, die dieses Immunsystem runterfahren. Man kann es chirurgisch behandeln. Warzen, ne, wird gern abgeschabt und dann kommen sie an anderer Stelle in Mengen dann wieder. Oder man kann auch auf den Gedanken kommen, dass Hautprobleme immer dann auch taufen, wenn man seelisch stark belastet ist. Das heißt, das könnte vielleicht auch eine psychische Ursache sein. Deswegen steht auf dieser Folie unten dick und fett drauf klassische Homöopathie, weil da gucke ich jetzt nicht nur dieses akute Hautproblem an, sondern gucke immer den ganzen Menschen an als Homöopath. Das ist viel wichtiger. Das ist immer das Symptom, was der Mensch produziert, ist immer ein Ausdruck der Persönlichkeit des Menschen, wie reagiert er auf irgendetwas. Ne? Es ist nicht einfach nur eine Reaktion auf etwas Äußeres, sondern es ist eine individuelle Reaktion auf irgendwas. Beispiel kommt nachher. Ein gutes Beispiel dafür ist eben jetzt die Gürtelrose, Herpes Zoster. Nicht jeder kriegt Gürtelrose. Nicht jeder. Bei den gleichen, sagen wir mal, Ursachen. Tja, also meine Einführung heißt, wieso sollte man denn jetzt zum klassischen Homöopathen gehen, wo doch alles andere, was man schon ausprobiert hat, nicht funktioniert hat? Argument 1, man muss individuell gucken und die Homöopathie ist eine sehr individuelle Medizin. Auch wenn man jetzt ein akutes Problem hat, braucht jeder möglicherweise ein anderes homöopathisches Mittel für sein akutes Problem. Wenn es chronische Hautprobleme sind, dann sind die ganz oft eben nicht auf die Haut beschränkt, sondern die Ursache liegt deutlich tiefer. Die Frage ist aber, wo? Finde man das mal raus? Wie finde ich denn das raus? Was ist denn die Ursache für Neurodermitis? Oder was ist die Ursache für Akne bei einer Frau, die meinetwegen 35 ist? Was ist die Ursache? Super, in der Homöopathie ist es gar nicht nötig, dass wir uns um die Ursache kümmern. Die müssen wir nicht unbedingt erforschen. Es genügt oder es ist viel wichtiger, wir kriegen eine genaue Beschreibung der Symptome. A, der Hautsymptome und B, aber auch möglichst andere Symptome, die diese Menschen dann zusätzlich noch haben, die zum Homöopathen kommen. Also innere vielleicht, andere Erkrankungen oder auch so ein bisschen die Lebensgeschichte. Wann trat denn dieses Problem zum ersten Mal auf? Gab es einen Auslöser? Was also richtig wichtig ist, wäre jetzt der Auslöser für dieses Hautproblem. Gibt es da einen? Finde ich einen? Wenn ich einen finde, dann komme ich ein ganzes Stück weiter. Dann ist es ein guter Hinweis auf das homöopathische Mittel, was der Mensch möglicherweise dann braucht. Also, da haben wir in der klassischen Homöopathie einen großen Vorteil. Und es ist ganzheitlich. Man wird also zum Beispiel auch die Geist- und Gemütssymptome, so nennen die Homöopathen das. Also, was ist es für ein Mensch? Ist es ein extrovertierter Mensch? Ist es eher ein stiller Mensch? Wie reagiert dieser Mensch auf Wärme, auf Kälte? Wie reagiert dieser Mensch, wenn er zum Beispiel gereizt wird, wird er schnell wütend, oder schluckt er alles in sich hinein oder sowas. Das gehört mit dazu und das ist ein wichtiger Hinweis auf das passende Mittel. Werden wir nachher es sehen in meinen Beispielen. Und wenn man es schafft, so ein gutes Mittel zu finden, dann kann das einen Regelkreis anstoßen und die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren. Denn was ist das, was uns eigentlich heilt, wenn wir irgendwas haben? Den Hauptheilungsprozess machen wir selbst, unser eigenes Heilungssystem. Das kann der Körper mit Hilfe seines Immunsystems und mit seiner Regelkreise am besten selbst schaffen. Aber die Homöopathie gibt dann einen entsprechenden Impuls, damit so chronische Prozesse, wie wir oft haben bei chronischen Hauterkrankungen, damit die dann wieder in den Flow kommen, damit da eine Dynamik entsteht. Dynamis, dieses Wort hat der Hahnemann für die Lebenskraft verwendet.
Das war jetzt so ein bisschen meine Einleitung und ich hoffe, sie ist jetzt klar geworden. Hautprobleme sind kein lokales Problem. Hautprobleme haben mit dem gesamten Menschen zu tun. Und nur dann wird man diese Hautprobleme gut in den Griff bekommen, wenn man sich um den gesamten Menschen kümmert und nicht nur um dieses lokale Hautproblem, das der Mensch da hat, gerade hat. Wenn wir die Haut mal anschauen, also jetzt kommt ein ganz kleines bisschen Anatomie, keine Sorge, das wird nicht lang, sieht man, dass sie aus drei Schichten besteht. Was wir immer so im Kopf haben, wenn wir an die Haut denken, ist eigentlich immer bloß so die Oberhaut. Hier diese oberste Schicht, die auch wieder aus fünf Unterschichten besteht. Und hier sieht man, dass die sich so einstülpt. Und diese Einstülpung, da sitzen die Haarwurzeln drin. Aha, also das kann man schon mal merken. Haare gehören zur Haut. Haarausfall ist ein Hautproblem und muss immer im Kontext mit der Haut betrachtet werden. Ja? Haarausfall ist zwar ein Hautproblem, aber es ist oft ein tiefer liegendes Problem als nur ein Hautproblem. Weil die Zellen, die hier die Haarwurzel ernähren, also die Zellen, die sich hier teilen und die diesen Keratinfaden hochschieben, das sind Zellen, die sich ganz schnell teilen. Und immer wenn das Gesamtsystem des Menschen unter einer starken Belastung ist, also zum Beispiel eine schwere Erkrankung auftritt, dann teilen die Zellen sich langsamer und dann kommt es zu Haarausfall. Das hat man bei Krebspatienten zum Beispiel, bei Chemo. Da werden diese schnell teilenden Zellen, die werden zerstört durch die Chemo. Das hat man aber auch bei anderen schweren Erkrankungen, dass im Nachhinein dann auf einmal Haarausfall auftritt. Dann kommt die zweite Schicht. Hier die Lederhaut. Scorium, die ist dicker als diese kleine dünne Oberhaut. Und da sitzen diese Haarwurzeln drin. Hier sehen wir so einen kleinen Haaraufrichtermuskel. Da sitzen diese Schweißdrüsen drin. Und die Unterhaut, das ist hier dieses unterste Teil, da sehen Sie hier solche Fettzellenansammlungen. Das heißt, die Unterhaut, da finden wir jetzt ganz viele Fettzellen, hier finden wir Blutgefäße, die finden wir auch in der Lederhaut. Ich hoffe, Sie sehen meinen Pfeil. Und diese Oberhaut hier, die ist überhaupt nicht durchblutet. Da gibt es keine Blutgefäße. Sobald Sie sich also an der Haut verletzen und die Haut blutet, können Sie davon ausgehen, Sie haben die Oberhaut durchgeschnitten. Sie sind schon in der Lederhaut. Die Haut ist unser zweitgrößtes Organ von der Oberfläche her. Der Darm hat eine viel riesigere Oberfläche, aber sie ist das schwerste Organ, ein Sechstel unseres Körpergewichts. Und sie ist unterschiedlich dick. Die ganz besonders dünn ist sie zum Beispiel an den Lidern und überall da, wo wir viel fühlen müssen. Sie können sich schon ungefähr vorstellen, wo das ist, wo wir viel fühlen müssen oder fühlen möchten. Besonders dick ist sie an den Handflächen und an den Fußsohlen und da ist sie noch gut gepolstert. Da ist eine Fettschicht unten drunter, weil wir mit den Füßen auftreten und mit der Hand die Hände als unsere ja auch Werkzeug auch zum Abstützen benutzen müssen. Sie schützt uns vor Kälte, vor Wärme, vor Strahlen, vor Fremdkörpern. An dem Punkt können wir schon sehen, ist die Haut verletzt, ist sie nicht mehr komplett, ist sie nicht mehr funktionsfähig an allen Stellen. Haben Kinder zum Beispiel flächige Neurodermitis, dann bedeutet das, es ist eine Schwächung des Immunsystems, weil da können viel leichter irgendwelche Fremdkörper von außen eindringen durch die verletzte Haut. Sie dient der Wärmeregulation. Dadurch, dass wir mal rot, mal weiß werden und Schweiß abgeben. Wir haben ganz viele Sinnesorgane in der Haut. Da die Haut flächenmäßig das zweitgrößte Organ ist, ist sie quasi unser größtes Sinnesorgan. Flächenmäßig. Berührung, Schmerz, Temperatur, Vibration, Druck, alles nehmen wir auf über die Haut. Ist die Haut zerstört, funktioniert sie nicht gut, haben wir auch damit ein Problem. Wasserhaushalt wird reguliert, wir brauchen die Haut für die Vitamin D. Herstellung und dieses Unterhautgewebe, die Unterhaut dient uns als Energiereserve, weil dort wird Fett gespeichert.
Und eben, das habe ich am Anfang schon gesagt, hat man irgendein inneres Problem, kann man das möglicherweise auch an der Haut erkennen. So, das ist nochmal ein Bild von der Haut, das überspringe ich jetzt. Hier an dem wollte ich Ihnen nur zeigen, die Melanozyten, die sitzen nämlich in der Oberhaut. Da ist so einer. Das sind die Hautzellen, die Pigmente produzieren. Und wenn Sie an Hautkrebs, den schwarzen und den weißen Hautkrebs denken, Melanom, da das ist zum Beispiel ein Problem der Melanozyten, die da entarten. Es dauert 28 Tage, bis diese Hautzellen hier nach oben gewandert sind und dann als tote Hautlamellen abgestoßen werden. So, das habe ich Ihnen schon erzählt. Das habe ich Ihnen auch erzählt. Nur noch kurz: Haut und Haare, auch die Nägel, sind ein Anhangsorgan der Haut. Man sieht also zum Beispiel auch an Nagelveränderungen, wenn irgendetwas im Körper nicht richtig funktioniert hat. Ja, jetzt kommen ein paar Akutarzneien. Und auch wenn ich Ihnen jetzt die Akutarzneien vorstelle für bestimmte Hautprobleme, dann gilt auch dafür, sie werden immer dann besser wirken, wenn sie in einer bestimmten Art zu der Konstitution des Menschen passen. Wenn ich zum Beispiel, ich gebe Ihnen dafür nachher ein paar Mittel, wenn ich zum Beispiel einen Menschen habe, der sehr, sagen wir mal, sehr, sehr sachlich ist, sehr neutral, sehr strukturiert, dann kann es sein, er braucht mehr ein mineralisches Mittel, vielleicht ein Kalium, oder ein Mensch, der sehr kalt ist, der immer viel friert, der sehr ängstlich ist, bräuchte vielleicht eher Arsen. Nun haben wir als Homöopathen das Problem, dass jemand kommt und hat etwas, was ihn furchtbar quält, also ein Ekzem oder Akne oder Rosazea, und er wünscht sich, dass das möglichst schnell weggeht, so schön wie mit einer Kortisonsalbe. Wäre natürlich zu wünschen, aber leider gibt es diese Hering'sche Regel. Das ist ein Homöopath gewesen, der Herr Hering, Konstantin Hering, der hat gelebt. Ich glaube, von 1800 bis 1880 so ungefähr. Der hat viele Regeln formuliert. Er hat die ganze Homöopathie ein bisschen strukturiert. Und eine wichtige lautet: chronische Krankheiten bessern sich von oben nach unten und von innen nach außen. Das bedeutet, zunächst heilt die Homöopathie die lebenswichtigen inneren Organe und erst zum Schluss wird dieser Heilungsprozess nach außen gehen und es wird die Haut sich bessern. Wenn ich also ein Mittel finde und das hilft super schnell und der Haut geht es gleich viel besser und das Ekzem ist weg, aber der Patient hat weiterhin Schlafprobleme, dann weiß ich, ich habe möglicherweise mit meinem Mittel etwas unterdrückt. Diese Beispiele werde ich Ihnen nachher auch zeigen. Also bedeutet, wenn ich Hautprobleme homöopathisch behandle, dann kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen dauert, bis es wirklich besser wird. Ich habe jetzt meine Beispiele. Es kann sein, dass Sie vielleicht andere Beispiele interessieren. Möglich, weil es gibt ja 100.000 Hautprobleme und manche Hautprobleme, da kriegt man dann, wenn man zum Hautarzt geht, sowas wie Dermatitis. Okay, seborrhöische Dermatitis, das heißt eine trockene Haut und die Haut hat sich entzündet. Ein schönes, ja, eine schöne Diagnose, aber eigentlich sagt sie nichts aus. Ich habe mal sowas, ja, sowas Handfestes genommen als Beispiel. Zum Beispiel Abszesse. Auch Akne kann man zum Beispiel ansehen als kleinen Abszess. Sie sehen das hier in dem Bild. Da sehen wir, das findet immer statt an den Haarbälgen, immer da, wo die Haare aus der Haut rauskommen, da sitzen die Talgdrüsen. Und wenn der Ausgang der Talgdrüse verstopft ist, dann kann es sein, dass sich hier Bakterien, die sowieso leicht über diesen Zugangskanal hineinkommen, dass die sich vermehren und dass es keinen Ausgang mehr gibt. Und dann gibt es so eine Eiteransammlung. Wenn sie klein ist, ist es ein Pickel. Wenn sie größer ist und es viel Eiter ist und hier oben eine ordentliche Entzündung ist, dann ist es ein Furunkel mit einem Abszess.
Und wenn es mehrere solche Haarbälge betrifft, nennen wir es ein Karbunkel. Da gibt es verschiedene homöopathische Mittel, die man anwenden kann, auch als Akutmittel, weil das ist, so ein Furunkel ist häufig eben ein akuter Prozess. Es passiert innerhalb von kurzer Zeit, dass sich sowas bildet. Eins der Mittel der ersten Wahl wäre Hepasulfures. Hepasulfures nimmt man immer dann, wenn man sagt, okay, ich habe eine akute, eitrige Entzündung, also so einen richtig akuten roten Abszess, der wehtut, ziemlich wehtut, wenn man drauf drückt, also berührungsempfindlich. Und die Schmerzen sind richtig stechend, splitterartig. Es tut richtig, richtig weh. Erfahrungsgemäß braucht man dann, um diesen Abszess möglichst schnell dazu zu bringen, dass er sich öffnet, dass der Eiter rauskommt, würde man Hepasulfures in niedriger Potenz, also D12 zum Beispiel, ruhig häufig geben. Also vielleicht sogar öfter als 3, 4 Mal am Tag, meinetwegen alle 2 Stunden. Wenn man das rechtzeitig macht, und da kann man erreichen, dass der Abszess sich öffnet und der Furunkel verschwindet. Es gibt noch andere Mittel bei Furunkeln. Also den hier, den sehen wir schon außen, wenn der tiefer sitzt, der Furunkel, also in der Tiefe, dass man eigentlich außen noch gar nicht so viel sieht, so was Rotes, Entzündetes, aber dass es immer weh tut an der Tiefe. Man ist so ein Boppel, den man dann fühlen kann, der nicht aufbricht und nicht aufbricht und nicht aufbricht. Also was Langsames, dann ist besser, Silicea zu geben. Das ist so ein Mittel für die Tiefe. Silicea ist überhaupt so ein Mittel, was mehr so langsame Prozesse anstößt. Silicea. Wärme bessert. Silicea, da ist immer das Problem Wärme. Also jetzt muss ich, das ist natürlich verrückt, wenn ich eine Entzündung habe und ich tue da Wärme drauf, aber bei einem Prozess tief in der Tiefe, da würde Wärme diesen Prozess in Gang bringen, weil einfach der Stoffwechsel schneller geht, wenn ich Wärme mache. Ein bekanntes homöopathisches Akutmittel ist auch Myristica. Myristica nennt man sogar das homöopathische Messer, in Anführungsstrichen, oder das homöopathische Skalpell, weil es sozusagen Abszesse öffnet oder sagen wir mal den Prozess der Öffnung in Gang bringt, wenn die Reifung noch nicht fertig ist. Ich kann das also beschleunigen damit. Ganz besonders gut hilft Myristica auch, wenn man am Nagelbett so ein Eiterprozess hat oder so etwas, was nicht weitergeht. Auch bei Fisteln, Analfisteln, man sagt dem Myristica eine Antisept, also man sagt, es hat eine antiseptische Wirkung, also eine antientzündliche Wirkung, eine fast antibakterielle Wirkung, dieses Myristica. Viel verwendet habe ich Myristica eigentlich bisher nur bei solchen Nagelbettabszessen. Da ist es wirklich toll. Silicea habe ich schon oft verwendet bei Patienten, die mit Silicea irgendwie in Connection sind, also auch konstitutionell zu Silicea passen. Eine Patientin hatte ich, die hatte einen Furunkel ganz tief im Po, also wirklich in der Pobacke, der brach nicht auf und murkste da vor sich hin und sie hatte schon OP-Prozess und da hat nein, einen OP-Termin für diesen Furunkel und da haben wir mit Silicea gearbeitet und dieses Silicea brachte wirklich den Furunkel hoch, der öffnete sich und sie brauchte dann keine OP. Das ist ganz was Tolles gewesen. Ja, das war dieses Thema Furunkel, Abszesse. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, auch Akne. Silicea ist auch ein Konstitutionsmittel für Patienten mit Akne, weil es eben diese tiefsitzenden Entzündungen beeinflussen kann. Dann jetzt noch auch akutes Hautproblem sind ja immer auch Insektenstiche. Ich weiß, es ist Winter und die Insektenstiche sind eher mal im Sommer akut, aber ich will dieses jetzt auch nicht so lange besprechen. Aber trotzdem kann es sein, Sie kennen Apis als Mittel gegen Wespen- und Bienenstiche.
Hat man aber andere Stiche, wie zum Beispiel so kleine, wie Mückenstiche, Zeckenstiche, ist es besser, man nimmt das Ledum als Akutmittel. Akutmittel heißt auch immer in D12 drei, viermal am Tag jeweils drei Globuli einnehmen. Apis ist gut bei Bienen, Wespenstiche, wenn die heftig schmerzen, wenn zum Beispiel, so wie ich das einmal hatte, Wespenstich im Handballen und innerhalb von 2 Stunden war meine gesamte Unterarm rot und geschwollen, hautheiß und trocken. Und ich habe Apis nicht dabei gehabt, habe das dann aber, als ich zu Hause war, genommen und es ist sehr, sehr schnell zurückgegangen, die Schwellung. Dieses hat man natürlich nicht, wenn man solche Mücken- oder Zeckenstiche hat. Auch bei Zeckenstichen denken Sie an Ledo. Möglichst schnell und gleich. Auch Belladonna ist ein Mittel bei Insektenstichen. Auch mit Schwellungen, also ähnlich jetzt wie Apis. Was der Unterschied ist die Schmerzqualität. Die sind nicht so stechend, sondern ist eher so ein Brennen. Belladonna hat brennende Schmerzen. Und wenn es in Richtung allergischer Schock, wenn es in Richtung Allergie geht, nimm mal eher Belladonna. Und oft ist es so, dass dann dieser Stich, den man da hat, mal rot, mal weiß, mal rot, mal weiß. Der ist nicht immer konstant rot. Dann wäre Belladonna das passendere Mittel. Ja, wir nehmen weitere Akutarzneien, die wir hier anschauen möchten. Was können wir noch nehmen? Okay. Allergische Ausschläge. Sie sehen, Apis ist immer ein Allergiemittel. Apis ist ein Akutmittel, das ist das Bienengift. Da wird die ganze Honigbiene wird verarbeitet bei Apis. Hat immer zu tun mit brennenden Schmerzen, mit Rötungen, mit Ödemen. Also auch wenn allergische Ausschläge auftreten, egal nach was, das kann sein nach irgendeinem Nahrungsmittel, was man nicht verträgt, kann sein nach irgendeinem eben allergischen Stich, kann sein auch nach Kontakt mit einem anderen Allergen. Ich hatte das mal bei einer Patientin, die hatte dann solche allergischen Ausschläge mit Heuschnupfen zusammen. Dann ist es Apis, wenn es aber, also das ist eine flächige ödematöse Schwellung, wenn es kleine Quatteln sind, über den ganzen Körper verteilt, die jucken und brennen. Sowas hat man manchmal nach typischerweise Antibiotika, Allergie auf Antibiotika, da kann sowas kommen. Und dann nimmt man eher Urtica-Urens, kleine Quatteln, die jucken und brennen. Wenn das ganze Nest stark juckend ist, dann ist das Mezereum, der Seidelbast, das Mittel der Wahl. Seidelbast ist auch ein Mittel, was man bei Neurodermitis manchmal nimmt als Akutmittel. Oder bei Herpes, so Bläschenausschlag, oder bei kleinen Kindern beim Milchschorf. Immer wenn irgendwas nässt, also Herpes nässt, Neurodermitis kann nässen. Das Typische ist das Nässen, nicht die ödematöse Schwellung, sondern das Nässen mit starkem Juckreiz. Deswegen eignet sich das manchmal auch bei Neurodermitis. Und ich sage extra manchmal, weil es auch sein kann, dass man Neurodermitis gibt, Mezereum gibt und es ändert sich an der Neurodermitis gar nichts, dann passt es konstitutionell nicht zu diesem Menschen. Warzen. Warzen sind ja, habe ich Patienten mit Warzen, viele kleine Kinder mit Warzen, das sind so diese Dellwarzen typischerweise, die Kinder in einem bestimmten Alter bekommen, die kann man dann wegätzen oder der Hautarzt, der kratzt sie so ab und dann kommen sie an der anderen Stelle wieder. Ja, da gibt es so ein paar Mittel, die man sagt, die helfen bei Warzen. Ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, es klappt nur dann. Thuja ist ein Warzenmittel, Causticum, Nitricum, Acidum. Das klappt nur dann, wenn Sie wirklich konstitutionell zum Patienten passen. Wenn ich automatisch Thuja gebe für Warzen, wird das nicht klappen. Ganz bestimmt nicht. Thuja kann man aber
äußerlich verwenden und immer die Substanz, also den Extrakt von diesem Thuja, auf Warzen auftragen, auch übrigens auf Alterswarzen, diese komischen flächigen Warzen, die ältere Menschen häufig kriegen. Wenn sie da schön immer so regelmäßig Thuja-Extrakt drauf machen, die werden ganz mürbe und verschwinden dann nachher, fallen ab. Also äußerlich ja, innerlich Thuja ist schwierig. Aber Warzen lassen sich super gut homöopathisch behandeln, wenn man es konstitutionell macht. Vor allen Dingen bei kleinen Kindern, die gehen weg und kommen nie wieder. So, jetzt möchte ich zur Gürtelrose kommen. Haben wir in letzter Zeit viel gehört von der Gürtelrose? Haben wir häufig, ich habe häufig davon gehört, sie vielleicht auch als Folge von Corona. Also die Menschen haben Corona bekommen und es dauert nicht lange und dann kommt so eine Gürtelrose. Herpes Zoster ist dasselbe, derselbe Erreger wie bei Windpocken. Also wir alle haben, wenn wir Windpocken hatten oder wenn wir eine Windpockenimpfung hatten, wir haben dieses Windpockenvirus in uns versteckt, in Nervenganglien. Und wenn das Immunsystem schwach wird, dann kann es sein, dass dieses Virus wieder akut wird. Varicella zoster, so heißt dieses Virus. Und dann produziert es eine Gürtelrose. Ist immer einseitig. Und um so eine Gürtelrose, das passende homöopathische Mittel für eine Gürtelrose zu finden, müssen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, dass wir die genauen Symptome kennen. Wenn ich jetzt über Gürtelrose spreche, haben Sie bestimmt auch gehört, dass es Impfungen gegen Gürtelrose gibt. Und ich habe viele Patienten, die mich danach fragen. Wie ist es denn? Soll ich mich gegen Gürtelrose impfen lassen? Ich werde jetzt hier keine Impfdiskussion anfangen, keine Sorge. Aber ich finde eigentlich, dass wir so viele gute homöopathische Mittel haben, dass wir eigentlich die Gürtelrose ohne Probleme so in den Griff bekommen, ohne Impfung, weil die Impfung ist auch nicht so ohne. Die macht heftige Nebenwirkungen bei vielen Menschen. Was ist überhaupt das Problem an der Gürtelrose? Ist es eine lebensgefährliche Erkrankung? Eigentlich nicht. Sie wird nur gefährlich, wenn sie im Gesicht ist. Und da gibt es auch homöopathische Mittel. Das Problem ist, dass es am wenn die ganzen Bläschen abgeheilt sind, schon dann so lange, monatelange Nervenschmerzen gibt. Ich muss also, um das passende Mittel zu finden, wo sitzt sie? Ich muss wissen, wann kommt der Patient? Hat er schon Bläschen? Ist es das Vorstadium? Sind die Bläschen schon abgeheilt? Hat er nur noch Nervenschmerzen? Juckt das? Und ganz wichtig, was war der Auslöser? Bei Gürtelrose gibt es fast immer einen Auslöser. Und oft ist der psychischer Natur. Ein Mittel, gut wirkendes Mittel, ist Iris. Das ist Iris versiculosa, die Schwertlilie. Vor allen Dingen dann, wenn die Gürtelrose rechtzeitig ist. Und besonders im oberen Bereich. Also ich habe Ihnen hier so ein Bild. Das ist hier an der, sehen Sie, die behaarte Kopfhaut, ja, da an der Stirn. Also im Gesicht Richtung Kopfhaut oder um Mund herum. Oberer Teil, mehr Gesicht, rechte Seite und besonders schlimm, wenn es nachts ist. Starkes Jucken in der Nacht. Das wäre eben diese Iris wirkt in diesem Bläschenstadium besonders gut. Ranunculus ist auch ein Mittel für Gürtelrose. Die sieht ein bisschen anders aus. Sie sehen schon den Unterschied. Was hier auffällt, ist diese komischen bläulich-lila-farbene Krustenart. Ja? Das ist stechende Schmerzen, eher nicht so ein Jucken, eher stechende Schmerzen, dieser bläuliche Ausschlag. Und jetzt kommen schon die Nervenschmerzen davor. Und diese Nervenschmerzen sind drückend und bohrend. Es kann auch sein, bei Ranunculus, das kann man auch geben, wenn gar nicht dieser Ausschlag ist oder er ist schon weg und es sind nur noch diese Nervenschmerzen übrig. Die Haut ist sehr empfindlich. Also wenn man die berührt, irgendwas, so ein Mensch, der kann kaum aushalten, dass sein Hemd oben drüber hat. Das geht schon gar nicht. Dann Mezereum nimmt man, also wieder der Seidelbast, vor allen Dingen bei neuralgischen Schmerzen. Also nicht die Bläschenproblematik, die ist gar nicht so schlimm, aber diese Nervenschmerzen.
Ja, das waren meine akuten Beispiele, die ich Ihnen zeigen wollte. Ich habe das, glaube ich, auch in meinem Skript, das Sie sich runterladen können. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar konstitutionelle Behandlungen bei Hauterkrankungen vorstellen. Es gibt so ein paar homöopathische Arzneien, die man immer im Kopf hat als Homöopath, wenn jemand kommt und sagt, also er hat hier ein irgendwas mit der Haut. Haut ist häufig. Viele Menschen haben irgendwas mit der Haut, weil die Haut ja immer quasi, wir haben es am Anfang gehört, ein Spiegel ist von inneren Geschehen. Es gibt so in Anführungsstrichen homöopathische Hautarzneien. Sulfur, Graphitis, Silicea, Rostox, Arsen. Das sind so, es gibt noch mehr, aber die haben alle Hautproblematik mit drin. Und jetzt habe ich oben hingeschrieben, es sind häufig psorische Mittel. Jetzt kommen wir zu den Miasmen. Keine Sorge, ich erzähle Ihnen jetzt nicht so viel über Miasmen. Miasmen heißt, vom Verständnis von Hahnemann ist es nicht modern ausgedrückt eine Anlage, eine Veranlagung, die man mit vererbt bekommen hat. Dazu neigt man aufgrund von, von dem, was in der Familie, was man einfach mitbekommen hat. Und dieses psorische Miasma, das Psora ist mehr so eine, ein langsames Miasma, also all diese Mittel sind langsam wirkende Mittel, eher so Schwächemittel. Man denkt immer erst an Sulfur. Also Sulfur, ja, Sulfur ist der Schwefel, das ist eine Arznei, die ein Polykrest ist. Also da finden wir ganz viele Symptome, die super gut geprüft und immer ist Haut dabei. Aber bei Hauterkrankungen Sulfur zu geben, ist ziemlich gefährlich, weil die das auch versteckte Hautproblematik erstmal verschlimmern kann. Homöopathisch gibt man manchmal Sulfur, wenn man sich nicht sicher ist und nicht klar ist, was für ein Mittel man nimmt, dann gibt man Sulfur, damit sich das klärt, damit erstmal irgendwas Tieferes rauskommt. Ich werde, deswegen habe ich Ihnen hier ein paar Mittel genannt, aber es können auch komplett andere Arzneien sein, die zu diesen Hauterkrankungen passen. Ich habe viele, viele Hautfälle, weil Haut nun mal so ein Problem ist, was die Schulmedizin schwierig, schwierig, schwierig in den Griff bekommt, wenn es dann chronisch ist. Also es gibt viele Fälle Neurodermitis beim Kind. Wenn ich noch Zeit habe, stelle ich Ihnen einen vor. Warzen werde ich Ihnen nicht vorstellen. Es gibt Akne. Häufig haben wir Akne in der homöopathischen Praxis. Rosazea. Ich möchte Ihnen Rosazea vorstellen. Ein Fall mit Rosazea. Ich habe auch Patienten, die haben offene Handflächen. Auch schwierig, also schwierig von der Schulmedizin zu behandeln. Homöopathisch kriegen wir das hin. So, ich habe mitgebracht einen Fall einer schweren Akne, den Fall einer älteren Frau mit einer chronischen Rosazea. Dann kommt mal ein Mann mit kreisrundem Haarausfall. Ich habe Ihnen ja erzählt, Haarausfall ist auch ein Hautproblem. Und ich möchte jetzt die Akne mal lassen und lieber die Rosazea nehmen, wenn wir irgendwie noch ganz viel Zeit haben. Am Schluss erzähle ich Ihnen diesen Akne-Fall am Schluss. Fang an mit Rosazea. Rosazea ist die Kupferrose. Es ist ein Fall, der begann 2015. Das sieht ungefähr so aus. So sah die Frau aus, die zu mir kam. Die ist 60 Jahre alt, war 60 Jahre alt und hatte diese Kupferrose seit 2 Jahren. Sie hat gesagt, davor war jahrelang Ruhe. Heißt, sie hatte das vor Jahren schon mal. Dann war das irgendwie weg und jetzt hat sie schon alles durch. Also es ist keine Frau, die sehr geduldig ist, sie ist eher ungeduldig, es sollte also schnell weggehen. Sie hat eitrige Pusteln im Gesicht, Rosazea ist immer im Gesicht. Sie hat Rötungen, das wird dick und bleibt dann wochenlang und geht nicht weg. Und alles, was sie da drauf geschmiert hat und versucht hat, hat überhaupt nicht so richtig geholfen. Das kam also immer wieder, sie quält sich seit 2 Jahren.
Was hatte sie noch? Arthrose linkes Knie, weil sie Tennis spielt. Und dann noch für die Anamnese wichtig, Divertikulitis. Das heißt, das sind solche Ausbuchtungen des Dickdarms, die Vertikel, die sich immer wieder entzünden. Ja, sagt sie, das ist nicht so schlimm, habe ich im Griff. Ich nehme dann halt Antibiotika und dann geht es auch schnell wieder weg. Jedes Mal danach ist aber die Rosazea schlimmer. Migräne hat sie auch, 1 bis 2 Mal im Monat, immer wenn sie Wein trinkt oder wenn sie sich aufregt und sie schläft schlecht. Jetzt erzähle ich Ihnen Rus. Ich habe Rustox genommen für diese Frau, weil sie hatte so eine. Rustox ist eine Arznei, die man gerne nimmt bei Problematiken des im Bewegungsapparat auch, aber auch bei Hautproblemen und für Menschen, die immer sehr unruhig sind, die sich immer bewegen müssen, Bewegung bessert. Also dieses war eine Frau, die mir immer erzählt hat, es geht ihr besser, wenn sie sich bewegt. Ich brauche Bewegung. Es ist ganz furchtbar, dass ich jetzt nicht mehr Tennis spielen kann wegen meinem linken Knie. Ich brauche Bewegung. Super, also es heilte doch sehr schnell ab. Sie kam dann, das war glaube ich ein guter Monat später, war sehr glücklich. Rosacea sah prima aus, aber leider, also sie hatte auch keine Divertikulitis, aber leider, sie hatte weiterhin diese Migräne und der Schlaf war immer noch schlecht. Und wie war sie drauf? Wie ist ihre Stimmung? Ja, also obwohl das mit der Haut viel besser war, war sie irgendwie nicht so gut drauf. Jetzt hat sie irgendwie die Migräne mehr gestört. Und dass sie nicht schlafen kann und sowas. Dann habe ich mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht das richtige Mittel war. Und die Rosazea wird wiederkommen. Und siehe da, einen Monat später war sie auch wieder da. Und es half dann auch nichts. Ich habe das dann nochmal wiederholt im Dezember. Da half das Mittel nichts mehr. Das heißt, ich habe wahrscheinlich das mit dem Mittel einfach nur unterdrückt und es war nicht das Richtige. Ich erzähle Ihnen das jetzt extra, weil man erzählt immer nur so die tollen Fälle. Und es gibt aber auch Fälle, wo man halt sich mal irren kann und dann, das ist eben verkehrt gewesen. Ich habe also neu nachgedacht und habe ihr die Sepia, den Tintenfisch dann verschrieben in einer etwas anderen Potenz, nicht in dieser C200, sondern in einer LM-Potenz. Das ist eine Verdünnung 1 zu 50.000. Die kann man täglich nehmen, wenn man die Potenz immer zum Beispiel in Wasser auflöst und verdünnt, sodass sie die 5 Tage nacheinander dann genommen hat und eine Woche Pause und dann wieder 5 Tage, wieder eine Woche Pause. Das habe ich gemacht, weil ich gucken wollte, wie sie darauf reagiert und weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob das die passende Arznei ist. Und ich wollte auch nicht wieder was komplett Neues in einer Hochpotenz geben, und erst mal ein bisschen warten. Also, wir haben das eine Weile gemacht und nach 2 Monaten wurde diese Rosazea langsam besser, Migräne wurde seltener und die Divertikulitis hatte sie nicht. Gut, im Juli war es dann allmählich besser geworden, habe ich dann gedacht, so, also scheint zu klappen, jetzt geben wir eine Hochpotenz. Das war Juli 2016. Die Rosazea ist wirklich vollständig abgeheilt. Die Patientin hat weiter Kontakt zu mir. Immer mal wieder meldet sie sich. Inzwischen hatte ich ihre ganze Familie als Patienten. Sie hat manchmal, wenn die Rosazea wiederkam, haben wir die Arznei wiederholen müssen. Sie kam immer wieder, wenn irgendwelche Stresssituationen waren. Also zum Beispiel Corona, die Firma, in der sie ist selbstständig zusammen mit ihrem Mann, die hatte wirtschaftliche Probleme oder irgendwas war mit den Kindern. Dann haben wir diese Arznei wiederholt. Die Divertikulitis kam seither zweimal. Zweimal wieder. Einmal im Oktober und das letzte Mal im Winter 2019. Ich habe sie jetzt angemailt, wie es ihr geht. Sie sagt, es ist alles gut, keine Rosazea. Dieses Problem hat sie jetzt quasi abgehakt. Und dieses Problem mit dem Darm, das scheint ernährungsabhängig zu sein. Und sie hat sich jetzt mehr vom Fleisch auf vegetarisch, sagen wir mal, orientiert. Es ist besser. Jetzt kommt ein ganz schöner Fall von einem Mann. Sie sehen, das ist ein, also es ist jetzt ein Originalbild. Die Rosazea war kein Originalbild.
Alopecia areata, heißt kreisrunder Haarausfall. Dieser junge Mann kam nicht von selber in meine Praxis, sondern weil ich seine Frau behandelt hatte und seine kleine Tochter, nee, nicht seine kleine, die kam erst nachher. Also dieser junge Mann kam, weil ich seine Frau behandelt hatte und sondern war am Hautarzt und hat Kortisonsalben und andere Salben probiert und es, statt dass es besser wurde, wurde dieses hier immer schlimmer. Das ist die eine Stelle. Die andere Stelle war am Bart, aber da hat es ihn nicht so gestört. Da war auch so eine Lücke, weil er rasiert sich ja. Sie sehen, er hat sehr volle schwarze Haare und das konnte man jetzt schon nicht mehr verstecken, konnte man nicht mehr drüber kämmen. Also ist er dann sehr skeptisch, wie er war, in meine Praxis gekommen und da kann man dann, zeige ich Ihnen wieder ein Beispiel, als Homöopath so ein Programm benutzen, ein Repertoriasationsprogramm und da kann man tatsächlich Kopf, Haare, Haarausfall an kleinen Stellen finden. Man könnte auch nachschlagen unter Kahlköpfigkeit in Flecken. Was der Unterschied ist zwischen Kahlköpfigkeit in Flecken, kann ich Ihnen sagen. Also er hatte jetzt hier, als er kam, nur diesen einen Fleck und nicht mehrere. Deswegen habe ich hier erstmal danach geguckt. Und Kahlköpfigkeit, so weit war es noch nicht. Also Sie sehen, da sind verschiedene Mittel, ungefähr 29. Einige sind Fett, die Flusssäure hier, also das ist dann ein Mittel, das oft hilft oder oft, sagen wir mal, erfahrungsgemäß oft geholfen hat. Die blauen Mittel hier, die schräg gedruckten, die sind die nächst guten, die man dann da nehmen könnte und die anderen ferner liefen. Sie sehen, es sind so typische Hautmittel dabei, wie Graphitis, Silicea, haben wir noch eins, ja, auch Apis, Arsen sind auch so typische Hautmittel, sogar Cortisonium, sehen Sie das? Ja, also es wäre eher so akut. Aber kreisrunder Haarausfall ist kein akutes Symptom. Kreisrunder Haarausfall ist ein Ding, das sich zeigt am Kopf mit Haarausfall, weil irgendetwas im System nicht passt. Was hat er denn noch, was nicht passt? Och, da sitzt er und sagt, er hat eigentlich nichts. Ne? Er hatte mal Heuschnupfen und wegen Haselnüssen, das hat er desensibilisieren lassen und das ist jetzt weg. Und früher hatte er mal Migräne, fertig. Sonst hatte er nichts. Aber die Dinge, die er mir sonst so erzählt in der Anamnese, haben dazu geführt, dass ich in diesem Problem auch hier drin war. Tuberkulinum ist eine Nosode, das heißt, es wird hergestellt aus den Tuberkelbläschen und entsprechend verdünnt. In der Homöopathie ist das eine Nosode. Die nimmt man nur dann, wenn man sich ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher ist, dass dieser Patient diese Nosode braucht. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher. A ist dieses Allergische dabei, dann ist der kreisrunde Haarausfall und dieser junge Mann war sehr. Erzähle ich ein bisschen von dem Mittel. Ich hoffe, die Zeit bleibt noch. Also das war ein Typ, der hat mir erzählt, ja, er hat seinen Job schon öfter gewechselt, weil es ist sonst so langweilig. Immer nach ein paar Monaten wird es ihm langweilig. Und für seine Karriere ist es also auch wichtig, dass er da schneller den Job wechselt, weil er will möglichst schnell aufsteigen. Er liebt schnelle Autos. Die wechselt er auch öfter. Und jetzt plant er gerade ein Haus und den nächsten Urlaub. Und beim Haus ist er schon mit dem Architekten dabei, drüber zu reden. Und er optimiert das alles. Also er muss irgendwie möglichst schnell alles gehen und möglichst schnell muss alles irgendwie sich verändern. Wohin fährt er in Urlaub? Ja, das ist auch immer so langweilig, mal dahin und mal dahin und mal dahin. Ein sehr, ja, sagen wir mal, unruhiger Mensch, ein bisschen wechselt. Das ist so typisch Tuberkulinum. Ne? Man möchte immer was Neues. Es wird schnell langweilig. Immer noch was. Die Herausforderung noch eine. Ah, jetzt bin ich engagiert für das. Ach, das Haus. Ach nein, doch nicht. Ach, jetzt habe ich das mit dem Haus bauen. Das war mir dann doch, das haben wir erstmal gelassen. Das machen wir jetzt nicht, hat er dann erzählt.
Nach 2 Monaten kriege ich einen empörten Menschen wieder in meine Praxis. Er sagt, es ist alles schlimmer, der Fleck ist größer geworden. Außerdem ist er, die Heuschnupfenallergie ist wieder da. Aber komischerweise belastet ihn dieser Haarausfall jetzt nicht mehr so sehr. Ich habe ihm dann wieder die LM-Potenz gegeben. Was die habe ich Ihnen schon vorgestellt beim letzten Fall. Das mache ich manchmal, um die Wirkung noch ein bisschen zu verstärken. Wieder so in Intervallen. Nach 3 Monaten sagt er, es sieht aus, als ob die Haare wieder wachsen. Und die Allergie ist komischerweise auch weg. Auch das kann passieren bei einem Mittel, wenn man es gut aussucht, dass diese Desensibilisierung, die er da mühsam gemacht hat, dass das auf einmal nicht mehr funktioniert und dieses alte Symptom wieder kommt. Eigentlich habe ich mich gefreut, dass es wieder kam, weil da dachte ich, das Mittel wird schon passen. Wir sind dann haben weitergemacht mit LM und die Einnahmepause verlängert. Nach 5 Monaten wuchsen alle Haare wieder an der Stelle. Es ist keine neue Stelle dazugekommen. Auch am Bart wuchs es, aber die Haare waren ganz hell. Das hat sich auch geändert. Irgendwann haben auch die Melanozyten wieder dieses Melanin produziert und inzwischen sind die Haare wieder so wie früher. Es ist alles zu. Ich habe weiter Kontakt mit seiner Frau. Die haben inzwischen eine kleine Tochter, die ich auch behandle. Er hat nie mehr Probleme gehabt mit seinem kreisrunden Haarausfall und es geht ihm soweit gut. Am Schluss noch ein Neurodermitis-Fall, weil Neurodermitis ist ein häufiges Symptom. Ich habe viele, viele Neurodermitis-Kinder. Neurodermitis lässt sich wunderbar homöopathisch behandeln. Je eher man das tut, umso größer, umso schneller geht die Neurodermitis weg. Die kleine Ines hatte die Neurodermitis seit 1 Jahr, hat ihre gesamten Handgelenke aufgekratzt gehabt. Es war blutig, die Schienbeine und die Wangen. Sie schlief immer nur noch mit Handschuhen. Seit der Kita-Zeit war das. Sie ist viel krank. Sie hatte schon 2 Mal Schaden. Sie lässt sich ernst sehen. Sie hat hellblond, hat dünne, rüchige Nägel. Aber was besonders ist an der kleinen Ines, ist, sie hat schlimme Wutanfälle. Und das habe ich in der Praxis erlebt. Und die Eltern, die waren beide mit ihr da, die tun alles, damit sie nicht diese Wutanfälle kommt. Dann wird es wirklich unangenehm. Und sie wollten nicht, dass sie hier so ausflippt in meiner Praxis. Sie ist aber trotzdem ausgeflippt. Und sie war sehr weit für ihre fast 3 Jahre. Sie war in der Motorik und in der Sprache sehr weit. Sie liebt Milch und Brustkrebs. Sie hat eine OP und eine Chemo und sie hat das Verlauf von oben nach unten. Sie schlief durch, sie war nachts trocken und die kleine Ines hat noch einmal Sepia C200 bekommen, weil es die Haut wieder schlechter wurde nach irgendeinem Urlaub und seitdem ist die Neurodermitis wirklich komplett verschwunden, nie wiedergekommen. So, und solche Fälle hat man bei kleinen Kindern mit Neurodermitis wirklich häufig. Und da kann man gut arbeiten. Sepia, der Tintenfisch. So, jetzt habe ich noch Fragen.
Jetzt habe ich Ihnen drei Fälle vorgestellt, ganz verschiedenartige, auch vom Geschlecht her und vom Alter her. Und jetzt hat eine Dame hat gefragt, wenn ich jetzt aber Thuja auftupfe auf die Haut von außen, ob das nicht eine Unterdrückung von außen ist. Das ist eine gute Frage. Wir haben ja so einen Unterdrückungsfall erlebt, ne, wo ich ein Mittel gegeben hatte, wo das wegging. Und dann habe ich das unterdrückt. Aber diese Alterswarzen, wenn ich da Thuja auftupfe, Alterswarzen sind etwas anderes als diese Dellwarzen, die Kinder produzieren. Diese Alterswarzen bedeutet einfach, dass die Haut an den Stellen, wo sie die produziert, dass da mit der Hautepidermisteilung irgendwas durcheinander kommt. Das hat zu tun mit der verlangsamten oder mit der nicht mehr so gut funktionierenden Hautzellen. Teilung. Das ist wirklich ein lokales Ding und hat ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Deswegen kann man ruhig einfach lokal mit dieser Urtinktur behandeln. Das ist eine Urtinktur. Also da wirkt die Pflanze, ja, richtig die Thuja-Pflanze und das ist nicht homöopathisch die Wirkung. Deswegen ist das in diesem Falle keine Unterdrückung, sondern einfach eine pflanzlicher Extrakt, was da an dieser Stelle wirkt. Ja? Das sind nicht die Nitrigum Atricum Warzen vom Hals. Die Frage verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Ich meinte jetzt Thuja bei Alterswarzen. Vielleicht, liebe Barbara, diese Alterswarzen, die würde ich immer mit Thuja behandeln. Als lokaler Prozess, nicht mit Nitrigum Atricum. Wie die aussehen, ja, ich könnte Ihnen welche zeigen. Wenn ich mich ausziehen dürfte, könnte ich Ihnen welche zeigen. Die kommen vor allen Dingen an Stellen, wo Sie wenig Luft bekommen. Also zum Beispiel unter der Brust oder unter der Achsel sind so flächige, flache, eher Hautfarben. Hautfarben und flächig. Okay. Ja, wenn Sie, also ich tue es selbst. Ich hab die auch und wenn sie mich stören, dann mache ich das auch mit Thuja und das dauert überhaupt gar nicht so furchtbar lange, dann gehen die weg. Ja, die Stunde ist um, ich bin am Schluss angekommen. Vielleicht sind noch ein paar andere Fragen, was wir fragen, dann kann ich die gerne beantworten. Und ich freue mich über Fragen, wenn ich sie beantworten kann. Und ich freue mich auch, falls Sie ein bisschen was mitgenommen haben. Eine Stunde ist knapp und ich kann auch nicht so tief auf diese Mittel einsteigen. Ich hoffe, Sie haben jetzt noch einen schönen Abend, haben ein bisschen eine Anregung mitgenommen. Nehmen Sie sich genau vielleicht nochmal dieses Herpes Zoster vor, weil das ist jetzt wirklich ein Problem. Ich höre so viel in meiner Umgebung über Herpes Zoster und da ist irgendeine Angst vor dieser Gürtelrose entstanden. Brauchen wir nicht zu haben, wenn wir uns. Es gibt gute homöopathische Mittel. Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören, wenn keine Fragen kommen und übergebe nochmal an die Frau Sebastian. Frau Sebastian, hören Sie mich? Ich bin wieder da, genau. Ja, super. Ja, also wenn noch Fragen da sind, auch gerne später nochmal per Mail oder so. Es wird beantwortet. Kann man hier über Etudit machen, per Mail, also über einen Kontakt oder so. Und dann kommt das auch an. Ich bedanke mich bei der Frau Meckenbrauk. Ich freue mich wieder über ihren schönen Vortrag. Und ja, wenn dann im Moment nichts kommt, dann wünsche ich auch allen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Sebastian, und bis irgendwann. Genau. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.